Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Toby's Island. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe ein bisschen Rücksprache mit dem Entwickler gehalten und er hat mir zum Beispiel, er hat mir einige interessante Sachen gesagt, unter anderem wie ich an ein paar weitere Orbs komme und dass er sich um die Bugs mit dem Abstürzen hier kümmern wird und dass dieser Lichtbug auch schon behoben ist mit dem nächsten Update. Ja, alles sehr, sehr interessant und ich weiß mittlerweile auch, dass wir einen zweiten Companion uns holen können. Ich hätte ja gerne den Vogel und genau deswegen habe ich etwas vorbereitet. Ich habe zwei Seile, drei Holz und einen Hammer und der eine oder andere wird sich jetzt möglicherweise schon denken können, was ich damit jetzt vorhabe. Ich weiß nämlich, wo wir einen zweiten Crystal Orb bekommen und ja, da müssen wir jetzt gerade mal kurz ein bisschen Hartgas geben. Wir müssen nämlich zur Brücke. Ja, die Brücke, die hatte ich schon ganz vergessen. Holy moly, die hatte ich echt vergessen. Ich hatte schon gar nicht mehr im Kopf, dass es diese Brücke überhaupt gibt. Und dahinter soll wohl irgendetwas sein. Ein Rätsel, keine Ahnung, irgendetwas ist, schauen wir mal, wir werden es ja gleich sehen. Die war, glaube ich, mussten wir hier lang für die Brücke? War die Brücke hier? Es könnte sein, dass die Brücke hier war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Brücke hier war. Ja, es lädt. Ja, und ich bin ja nicht ganz untätig gewesen. Ich habe getestet, ob das geht. Oder ob das Spiel abstürzt und es geht. Es geht einfach. Guckt es euch an. Zack. Gar kein Problem. Die Brücke wurde repariert. Und wieso ist Toby's Island jetzt auf einmal so leise? Auf einmal wieder. Moment, ich mache es mal gerade. Ich mache es mal ein bisschen lauter. Aber ich glaube, in diesem Spielabschnitt ist in diesem Spielabschnitt hier ist es, warum auch immer, leise. What the fuck? Das ist halt echt leise. Okay. Egal, ja. Gut, wir haben die Brücke repariert. Wir gehen mal rüber und schauen uns hier mal ein bisschen. Sekunde. Ich habe die Schaufel mit. Ha! Ich habe die Schaufel mit. Wie benutze ich die? So benutze ich sie. Okay. Drei Stück. Das soll ja so eine Art Währung sein oder so. So wie ich das verstanden habe. Okay, hier liegt irgendwas. Kann ich das looten? Ich loote es mal einfach. Gar kein Problem. So, es geht hier einmal hoch, einmal runter. Hier ist ein Zelt. Kann man in dieses Zelt rein? Okay. Jetzt geht es hier links und rechts weiter. Hier kann man schwimmen. Okay. Oh Moment, schwimmen? Ich glaube, da klingelt etwas bei mir. Da müssen wir, glaube ich, hin. Deswegen gehe ich erstmal hier weiter. Hier geht es weiter. Hier geht es weiter. Ach du Heilige. Oh Gott. Okay, hier geht es nicht weiter. Wieso ist das Spiel jetzt auf einmal so mega leise? Ey, wo geht's denn hier überall hin, ey? Leco mio. Lol. Hier bin ich jetzt. Alles klar. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Nein, 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 nein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, das ist jetzt gerade nicht wirklich passiert. Okay. Okay, kann ich nochmal laden, bitte? Ich, Sekunde. Das ist doch jetzt ein Scherz. Wieso passiert immer mir so etwas? Wieso passiert immer mir so etwas? Das kann's doch nicht sein, ey. Hi, da sind wir wieder. Hammergeil. Ich lauf nochmal, ne? Und ich werde nicht nochmal diesen Weg nehmen. Alles klar, ich habe schon wieder was ich dem Entwickler schreiben kann. So, diesmal nehme ich hier aber gerade mal die Pill. Konnte ich die nicht eben gerade mitnehmen? Alter, jetzt ist das Spiel wieder voll laut.
Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Ich weiß es doch auch nicht. Oh Mann, ey. Also wenn ich in dem Tempo so weiterspiele, dann werde ich nie den zweiten Crystal bekommen. Ich will doch nur diesen scheiß fucking Tempel öffnen. Das kann nicht so schwer sein. So. Gut. Wir reparieren die Brücke nochmal. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ist ja alles gar kein Problem. So, das war hier. Hier runter. Und hier ist auch schon die Brücke. Gar kein Problem. Oh Mann, ich hoffe, ich komme irgendwie an diesen zweiten Crystal Orb. Und wenn ich an diesen zweiten Crystal Orb komme, hoffe ich, dass ich dieses Gebiet wieder verlassen kann. So. Wir kloppen es noch. Oh, guck mal, jetzt ist der Ton hier auch lauter irgendwie. So. Ich habe so den Verdacht, dass wir hier lang müssen. Ich schwimme mal. Ich schwimme, schwimme, schwimme mal. Ja, das sieht... Kann ich schnell schwimmen? Ich kann schnell schwimmen. Sieht das richtig aus? Ich kann es so schlecht sagen. Oh. Uiuiui. Okay. Was ist das denn? Wow. Wow. Okay. Was ist das denn hier? Ey, wenn das nicht so mega dunkel wäre, ne? Okay, wir haben hier 4 Säulen. Ey, wenn das nicht so mega dunkel wäre, könnte ich hier auch ein bisschen was erkennen, tatsächlich. Kann ich damit interagieren? Water Tanks. Nun. Was ist... Achso, Shift ist Rennen, okay. Water Tanks. Ja, es könnten Water Tanks sein. Oh nein. Nein, nein, bitte nicht. Sag jetzt nicht, ich brauche die Gießkanne. Habe ich die Gießkanne mit? Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses... Das kann... Oh nein, bitte nicht, oder? Bitte, nein, 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 nein. Kann ich mit jetzt nicht interagieren? Warte mal. Nee, 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 nee. Als ob ich dafür eine Gießkanne brauche. Das kannst du mir nicht erzählen. Was ist das denn? Hier ist was. Moment, hier ist eine bläuliche Flamme, hier auch. Hier steht was. Ach du Heilige. The Storyteller. Okay. Mhm. Ist hier auch noch ein Buch? Hier ist auch noch ein Buch. Mhm. Warte mal, was? Okay, nur die Hälfte. Ach du Heilige. Okay, Page 2. Was haben wir hier? Page 4. Page 1, richtig gigantisch groß. Okay. Hier ist so eine große Platte. Kann ich mit den Regalen noch irgendwie interagieren? Gibt es hier eine Möglichkeit zu speichern, also direkt hier zu speichern? Okay. Okay, okay, okay. Geht es hier noch irgendwie weiter? Hier geht es nicht weiter. Okay, ich denke mal, das ist das Rätsel, was ich lösen muss, um an den zweiten Crystal Orb zu kommen. Wir haben in der Mitte eine Plattform, da steht nichts drauf, wenn ich das richtig erkennen kann. Ich sehe halt leider noch weniger als ihr, weil bei mir ist es halt nochmal eine Stufe dunkler.
Und hier sind die vier Behälter. Okay, ich habe keinen Plan, was ich machen muss. What? Nee, stopp! Was? Was hast du jetzt gemacht? Okay, warte. Sie hat jetzt irgendwas gemacht. Hier ist jetzt nix. Hier ist... Ey! Nee, Freunde. Wieso ist das eine Ding jetzt hier weg? Das ist weg. Und in der Mitte? Nee, in der Mitte ist auch nichts. Wieso ist das weg? Okay, wenn ich da nichts eingebe, ist es weg. Kann ich das resetten? Kann ich das nochmal gerade resetten, bitte? Das wäre wirklich formidabel. Ich kann das nicht resetten. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das ist jetzt ein fucking Scherz. Ich kann das nicht resetten. Okay. Okay, warte mal. Was ist? Hier stehen ja quasi Zahlen. Also das hier ist eine 1, das hier ist eine 2. Hier haben wir die 3. 5. Und das dann die 4. Kann ich dich nochmal anlabern? 4. Das ist ja die Zahl, die bei dir jetzt hier steht. Okay, und was ist jetzt passiert? Okay, das Ding ist wieder da und es sind 4 voll. Okay. Jo, Kollege. Wenn ich dir deine Zahl gebe, was passiert dann? Ist es dann komplett randvoll oder ist das andere schon randvoll? Das wird es ja nicht sein. Ich muss ja nicht einfach jedem seine Zahl geben, oder? Ich meine, das ist natürlich das, was ich jetzt als erstes probiere, weil es halt übelst obvious ist, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus. So, dann gebe ich dir mal deine 2. Ich bezweifle, dass das jetzt richtig ist. Schauen wir mal. Ist jetzt irgendwas Großartiges passiert? Sieht jetzt nicht so mega beeindruckend aus. Ja, Tobi, das hast du schon richtig erkannt. Okay, warte, aber was muss ich denn machen? Soll ich irgendwie zu der Mitte gelangen, oder? Ich meine, was passiert denn, wenn da Wasser reinkommt? Eigentlich nichts, oder? Okay. Wäre ja auch ein bisschen zu einfach gewesen, sag ich mal. Okay. Also noch ein bisschen recherchieren hier. Okay. Okay. Was steht denn bei Nummer 2? Warte mal, Nummer 2 war... Das war auch Page 2, okay? Okay. Okay, also hier steht, dass quasi nur ein Fünftel voll war. Dann mache ich hier mal eine 1 rein. LOL. Easy. Gar kein Problem. Nennt mich König Blub. Ja, was ist das denn? Ein Live-Elixier nehme ich. Ein Refined Crystal Orb. Das ist der zweite, nehme ich. Und das nehme ich. Mein Inventory ist wohl. Das ist jetzt natürlich hart belastend. Sekunde. Ich muss mal gerade. Moment. Moment, ganz kurz, ich muss mal kurz was essen. Tobi, iss mal gerade die Pilze. Boah, bin ich ein Lacker oder bin ich ein Lacker? Oh geil, dann mal schön. Ist hier noch was drin? Hier ist nichts mehr drin. Okay, das heißt, ich habe jetzt 2 von den Crystal Orbs. Genau deswegen bin ich hier. Da mache ich jetzt mal einen hammerharten Abgang, ne?
habe ich das andere, habe ich die anderen Sachen aus Versehen richtig gemacht und das eine war quasi, ey, das ist schon ein bisschen fies, ne? Das ist schon ein bisschen fies, dass ich das Rätsel quasi so schnell gelöst habe. So, komme ich hier auch bitte wieder raus irgendwie? Oh nein. Nein! Oh nee, komm schon! Das ist jetzt nicht dein... Nee, warte mal, oder muss ich hier lang schwimmen? Oh Gott, ich dachte schon, es gibt jetzt gerade keinen Rückweg. Oh, oh, ey, Tobi, schwimm. Schwimm um dein Leben, ich will speichern, Junge. Ich will sowas von speichern, Tobi. Okay. Easy peasy, lemon squeezy, oh yeah. So, Tobi, dann gib mal Hartgas. Nein, über die Brücke bitte. Okay, es gibt sogar schon einen dritten Crystal Orb. Ich weiß nicht, wo es den gibt, aber ich weiß, dass es ihn gibt. So, ich muss hier einmal bitte raus. Dankeschön. Aber mit diesen beiden müssten wir jetzt eigentlich den Tempel öffnen können. Hammer nice. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, dass das nächste Update lässt jetzt nicht so mega lange auf sich warten, weil ich würde natürlich, wenn es denn möglich wäre, auch gerne einen dritten Spirit bekommen, damit ich das dritte Ei ausbrüten kann. Also mit meiner Schlange habe ich mich ja schon sehr, sehr gut angefreundet und ich weiß, dass im zweiten Ei ein Vogel drin ist, aber ich weiß ja noch nicht mal, was im dritten Ei überhaupt drin ist. Und ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen, wenn es aktuell sowieso noch keinen dritten Spirit gibt. Aber ich sag mal so, ne? Also, ne? Wenn es da irgendwie dann mal einen dritten gäbe, dann, ja, kann man mal machen, ne? Ach du Scheiße, das hier ist auch voll. Ja, herzlichen Glückwunsch, ey. Der Typ da oben will mir sicherlich auch was geben. Warte mal, ich gehe mal gerade in die Schmiede. Ich muss Tobi, glaube ich, ein bisschen leiser wieder machen, ey. So, das dürfte eigentlich okay sein. So, das Holz und die Seile kann ich hier gerade mal wieder reintun. Das brauchen wir jetzt ja nicht so unbedingt. Das kann hier rein, die beiden Seile, das Holzstück auch. Das andere nehm ich jetzt mal einfach alles mit. Okay. Dann gehe ich mal gerade speichern und dann schauen wir mal, ob wir den Tempel aufkriegen. So, das überschreiben wir mal. Hammer nice. Gar kein Problem. So, wo war denn nochmal genau dieser Tempel? Wo war der denn nochmal genau? Ja, wo war er denn nochmal? War der nicht direkt neben der Höhle oder so? Ach nee, warte mal. Nee, stopp. Der war ja hier sofort. Neben der Höhle, das war der andere Tempel, wo ich das versteckte Ei gefunden habe. Warte mal, hier war der, oder? War der hier oben? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, der war hier. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Ja. Okay. Sesam, öffne dich! Hammer geil. So, dann gehen wir mal rein in die gute Stube, ne? Gehen wir mal richtig geil hier rein. Ich ahne, dass es hier bestimmt auch wieder so ein Rätsel gibt, ey. Schönen guten Tag. Mein Name ist Tobi. Was? Holy. Ja, was ist das? Das ist eine sehr gute Frage. Tobi, ist das gut mit dir? Kann ich hier mit interagieren oder so? Das war da drauf. Okay. Das soll hier. Warte mal. Ja.
Ja, okay. Das ist jetzt. Warte mal, ist das. Steht hier was? Okay, ich muss das blaue Ding da drauf schieben. Easy going. Wieso steht hier so ein einzelnes. Warte mal, ich komme doch da gar nicht. Warte mal, das müsste ich. Ne, warte mal, das müsste ich erst. Kann ich das hier irgendwie so. Ne? Wie kann ich denn hiermit interagieren überhaupt? Kann ich hiermit irgendwie. Ah, lol. Okay, warte mal. Moment. Moment. Was ist das hier? Steht hier was? Kann ich das nach da verschieben? Dann müsste ich. Aber ich kann. Nee, ich kann hier nicht rübergehen. Wie soll ich denn. Warte mal. Hä? Wait. Kann ich? Kann ich das ziehen? Ah, lol, ich kann das ziehen, okay. Ja, ne, warte, Tobi, zieh das mal bitte gerade noch einen weiter. So, warte mal. Das ist da. Ja, warte mal, Tobi. Tobi. Zieh das mal bitte gerade nur noch einen weiter hier. Wir müssen hier mal gerade ein bisschen umrollen. Kurz, ja, warte, das kann ich auch mal gerade rausziehen hier eigentlich. So. Kann ich das noch einen weiterziehen oder ist hinter mir dann Ende? Uah, okay, das ist ein bisschen knapp jetzt. Na, warte mal. Moment, dann komme ich hier gleich nicht mehr raus. So, warte mal. Gar kein Problem. So. Das Ding. Scheiße, kann ich natürlich nicht hochziehen, weil hinter mir ist hier dieses komische Podest. Warte mal, das muss ich. Moment. Warte mal. Das hier kann ich jetzt auch nicht ziehen, ne? Warte mal, aber ich muss das. Wenn ich das runterdrücke. Warte mal, wenn ich das runterschiebe, bin ich Game Over. Wait. Moment. Ich kann das nicht ziehen und ich kann das nicht ziehen. Wie soll ich denn das dann lösen? Warte mal gerade. Hä? Moment. Was passiert, wenn ich. Löst sich eine der Statuen vielleicht auf, wenn ich das auf das Blaue ziehe oder so? Versuchen wir das mal hier mit der. Vielleicht löst sie sich dann irgendwie auf oder so. Der geht kaputt. Es passiert einfach gar nichts. Ach, ich liebe diesen Entwickler. Ja, Moment, wie soll ich denn. Warte mal. Ich kann das. Ach ja, Moment. Klar. Ich bin auch doof. Jetzt kann ich das natürlich einen hochschieben und da rausziehen, ne? Dann hätte ich das Problem schon mal gelöst. Jetzt kann ich den nämlich hier hin machen. Und jetzt kann ich. Ach, scheiße, warte mal. Moment, du musst mal gerade hier hin und du musst mal ein gerade zurück. Ich muss dich da nämlich noch hochziehen. So, ja, haben wir schon mal den Weg freigeräumt. So, warte mal. Du gehst mal bitte gerade zwei hoch und kommst mal mit. Dann kann ich dich nämlich von oben dann da reinschieben. Ne, genau, dann schiebe ich dich da rein. Ah ne, scheiße, ich muss dich ja da reinziehen. Oh, warte mal, Moment. Komm du mal hier hin. Boah, Alter, ey, Rätsel ist ja so gar nicht meins, ey. Warte mal, ich könnte den jetzt. Moment, ich muss den Weg da oben aber frei machen, ne? Ich muss den hier hinschieben und dann von der anderen Seite. Nee. Ja doch, hier reinziehen und dann von der anderen Seite durchschieben. Genau, das muss ich ja machen quasi. Warte mal. Moment. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Und gehst dann nochmal bitte ganz kurz. Na, Tobi, komm schon. Hier hin. So. Gar kein Problem. Easy.
Ja, das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein, oder? Also, eigentlich? Eigentlich müsste es das ja jetzt gewesen sein. So, jetzt kann ich oben reingehen, den ein Stück vorziehen und dann von der anderen Seite einfach durchschieben. Oder wie sehe ich das? Das sehe ich doch richtig, oder? So. Ja, guck mal. Easy. Gar kein Problem. Oh nein, es geht noch weiter. Nein! Nein! Noch ein Schieberätsel. Nein! Es gibt zwei. Oh, scheiße, ey. Okay. Okay. Kann ich da wieder rausziehen? Okay, komm mal grad mit, Kollege. So, du kommst auch mal gerade mit hier. Leute, ihr steht hier alle im Weg. Hier wird jetzt ausgeräumt. Mitkommen. So. Warte mal, komme ich jetzt noch durch? Ja, komme ich, okay. Ja, warte mal, dich schiebe ich mal hier hin. Dann holen wir dich erstmal da raus. Ich hole diesen ganzen Kapp jetzt, hole ich jetzt erstmal hier raus, ey. So. So, weg damit. So, gar kein Problem. So, dich, euch holen wir mal beide auch einfach hier raus. Eieiei, was muss man sich alles für so einen zweiten Spirit tun, ne? Was muss man nicht alles dafür tun? So, warte mal. Du gehst mal bitte hier noch ein bisschen weiter. Du kommst auch mit. So, du gehst mal ganz kurz nach hier oben. Da kann ich dich nämlich da rausziehen. So. Und dann kann ich... Ich konnte ja noch hier oben rumgehen, ne? Ja, gar kein Problem. Gar kein Problem. So. Okay. So, Kollege, dann kommen wir mit. Okay, das war jetzt relativ easy. Das andere war eigentlich auch easy, aber ich bin halt hammerhart inkompetent in solchen Spielen. So, dann wollen wir mal. Zack, easy. Liebes Kind, es gibt viele Geschichten, die ich dir erzählen muss. Aber was ist los? Nature Spirit joins your party. Woo! Where did he go? Ja, frag das lieber nicht, Tobi. Frag das lieber nicht. Das willst du vielleicht gar nicht wissen, du. So, okay. Ja, das war's. Wir sind hier eigentlich fertig. Okay, jetzt können wir den geilen... Ey, ohne Spaß. Ein Vogel, der einen Nature Spirit bekommt. Das passt doch wie die Faust aufs Auge, sag ich euch. Ach ja, ich weiß übrigens mittlerweile auch, dass man sehr wohl zu der zweiten Insel schon kommen kann, beziehungsweise zu einer Art Preview zur zweiten Insel. Also das geht sehr wohl. Man muss aber so und so viel kaputt kloppen und nicht so und so lange durchhalten. Das war mein Denkfehler. Das war schlicht und ergreifend mein Denkfehler. So, ich speichere mal den letzten gerade. So, da ich jetzt ja einen zweiten Spirit habe, müsste ich jetzt ja hier das Ei reinlegen können, ne? Ja, ich würde gern ein Ei da reinlegen. Und zwar, das war das mit dem Vogel, ne? Dann tun wir das mal da rein. Ah! Asmund. Okay. Warte mal. Wieso hat Mirai zwei Symbole? Okay. Also Mirai ist ja schon in unserer Schlange drin. Und Asmund kann jetzt in Vogel rein, ne? Okay. Ja. Ein Tag remaining. Hammergeil. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Ich werde jetzt mal pennen gehen. Und dann hoffe ich, dass ich das, was ich in dieser Folge machen wollte, dass das hinhaut.
Tag 11. Es war richtig geil frühstücken. Ey, es geht doch nichts über ein richtig geiles Frühstück. So ein mega geiles Frühstück. So. Oh, jetzt aber, Freunde. Jetzt aber. Oh. Ich finde den Artstyle halt ultra cool. Mega, mega cool. Okay, das heißt, wir müssen jetzt. Ja! Und da unten ist noch ein Platz frei. Wir können insgesamt zu viert kämpfen. Ich glaube, es gibt aktuell noch keinen dritten Spirit. Das heißt, unser grünes Ei, das Leafy Egg. Also, wir werden wohl irgendeine Pflanzenkreatur bekommen. Oh, hier, warte mal. Pelo, Nature Nun. Wieso Nature Nun? Okay. Ja, also das Leafy-Egg, das werden wir wohl erst mit in unser Team nehmen können, wenn wir einen dritten Spirit haben. Aber es gibt meines Wissens nach noch keinen dritten Spirit. Das wird wohl dann vielleicht auf der zweiten, also vielleicht ja mit dem nächsten Update. Jetzt würde ich natürlich schon gerne einen Kampf bestreiten. So einen kleinen Kampf. Ich speichere mal gerade kurz. So, safe, confirm. Einen kleinen Kampf würde ich ja gern noch bestreiten. Ich würde Pelo ja schon gerne testen. Kollege, gehen Sie mal bitte aus dem Weg. Der Entwickler meinte, dass im Krabbencave ab und an mal so ein paar Krabben respawnen. So ein, zwei pro Tag. Da ich ja jetzt gepennt habe, könnte da vielleicht eine sein. So, ich würde den kleinen Vogel natürlich schon gerne mal ein bisschen testen. So ein kleines Kämpfchen oder so. Ein kleines Kämpfchen sollte ja drin sein. Was ist. Wieso liegt hier direkt was? So. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Das Cave ist ja jetzt nur mal ein bisschen groß. Wenn hier jetzt so ein, zwei Krabben respawnt sind, wo laufen die denn jetzt gerade rum? Das ist natürlich eine Frage, ne? Wo laufen die jetzt gerade rum? Ich würde schon gern einmal ganz kurz kämpfen, aber hier ist halt gar keine Krabbe, ne? Ne. Hier geht es auch nicht weiter. Ich glaube, jetzt bin ich. Oh nein. Yeah, wir sind die geilen Franks. Oh yeah. Das ist so eine ich rauche einen Joint Musik oder so. Wo komme ich eigentlich nochmal hin, wenn ich hier lang gehe? Nirgends hin. Hier geht es einfach nicht weiter. Aber geil. Ah, scheiße. Ich wollte jetzt. Oh Mann. Kann ich mir unser Monster, warte mal, kann ich mir Status Pelo Level 1 okay. Lol, was ist denn dieses blau-rote? Alt View Spirit. Warte mal. Okay. Oh lol. Kann es sein, dass dieser zweite Bild noch nicht wirklich fertig ist, weil Pelo hat ja auch noch gar keine Nature oder so? Lol. Age 6, okay. Ja, hier, unsere Schlange ist nämlich eine Elektroschlange wegen dem Elektrospirit. Aber Pelo ist quasi, naja, einfach nur stinknormal. Kann es sein, dass das Bild. Oh lol, man kann das. Hui, 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 hui. Okay. Soul. Asmunde. Okay. Ich glaube, das mit den Krabben, ich glaube, das wird nichts mehr. Aber ganz ehrlich, nee, komm. Die Folge ist zu Ende. Ich habe alles geschafft, was ich für diese Folge schaffen wollte. Hammer nice. Oh yeah. Hier bei den Franks speichere ich doch immer gerne. Jawohl!
Okay, also wir können insgesamt eine Vierer-Party haben. Wir selber als Tobi und drei Creatures. Und zwei haben wir schon. Wir haben noch ein Ei, also wir könnten eine dritte Creature ausbrüten. Wir könnten sie aber nicht mit ins Team nehmen, weil wir noch keinen dritten Spirit haben. Okay, das heißt, ich müsste eigentlich auf das nächste Update warten. Aber es gibt natürlich noch ein paar Sachen, die ich vorher machen kann. Ich kann zum Beispiel noch das Minigame schaffen und die Preview von der zweiten Insel angucken. Das kann ich machen. Und ich kann mir versuchen, schon mal den dritten Crystal Orb zu holen. Ich speichere hier mal gerade ganz kurz. Genau, ich habe jetzt mal wieder 0 Crystal Orbs und es ist noch möglich, einen weiteren zu bekommen. Ich weiß nicht wo, aber es ist möglich. Diesen Ort müsste ich halt irgendwie finden. Ja, also wir können noch einen Crystal Orb jagen und wir können das Minigame packen und die Preview zur zweiten Insel uns schon mal angucken. Ja, und ansonsten so ein bisschen kämpfen und den Vogel hochtrainieren, das würde ich schon gerne machen. Mal gucken, ob wir in der nächsten Folge vielleicht ein paar Krabben finden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann und ciao.